Hallihallo, Hallöchen, willkommen zu einem neuen Part Let's Play Final Fantasy 7. Heute bin ich wieder alleine da. Ja, das mit dem, beim letzten Mal war ja halt bloß so eine Ausnahme. Ich muss mal kurz schnell einen Schluck trinken. Eine Ausnahme, die man mal machen kann. So, wir gehen jetzt einfach geradeaus weiter. Hier sind jetzt nicht nur Wirbelwind, hier sind jetzt auch noch. Erstmal natürlich wieder Zufallskämpfe, ist ja. Hallo. So, und hier ist natürlich jetzt auch. Jetzt mit Blitzen noch. Da muss man jetzt ganz besonders gut drauf aufpassen. Einfach warten, bis das nachlässt. Ah, ich hab's genau gewusst. Und wieder drauf auf das Fuß. Natürlich echt so einfach jetzt. Das ist ein bisschen zu schnell. Oh nein, wir sind. Oh, scheiße. Fühlte sich so, als wenn wir durchgekommen sind. Warum was denn? Ich hab doch gestoppt vorher. So, der spielt zu. Jetzt. Ja, jetzt gut. Wir haben es geschafft. Hurra! Und dann ist auch schon dieses. Das sieht eher aus wie ein wirklich. Diesmal wirklich aus wie ein Krater. Ist das wenigstens der richtige Krater jetzt? Was ist das? Was ist passiert? Beruhig dich, Melly. Sieh vor, das ist in der Nähe. Es könnte alles möglich passieren. Sogar, dass ihr in Nibelheim aufwacht? Ja, sogar das könnte passieren. Warum Nibelheim? Bist du halt von dem Mark oder was? Ja, das könnte sein, Marcel. Das ist eine Illusion von Sephiroth. Er versucht uns zu verwirren. Ist schon in Ordnung. Solange wir wissen, dass es eine Illusion ist, müssen wir uns nicht fürchten. Komm schon, lass uns weitergehen. Ja, du hast recht. Ach, guck! Also gut, lass uns gehen. Wohin? Oh, meine Kontrolle für die Xbox klappt ein bisschen gerade, merke ich gerade. Das ist nicht tolle. Zum Teufel! Stopp, Sephiroth! Hä? Das ist so dumm. Also, der hat gerade von seiner Mama erzählt, von seiner Mutter erzählt was. Wie zum Teufel kommen wir hier wieder raus? Das würde ich auch gerne wissen. Tolle, tolle. Das ist nur eine Illusion. Mach dir keine Sorgen. Und jetzt. Hör schon auf. Das ist schlimm. Genau wie Corell. So war das vor 5 Jahren. Aber wahrscheinlich werde nicht ich aus der Schindler Villa kommen. Er wird versuchen, uns noch eine Täuschung vorzugaukeln. Schon wieder dieser Mann mit den schwarzen Haaren. Siehst du, habe ich dir nicht gesagt. Hey, du bist das. Du bist doch nicht verrückt, oder? Dann komm hier rüber und hilf mir. Jump! Ich will das nicht sehen. Dolle, sieh nicht hin. Aber wenn es doch nicht, wenn es nur eine Illusion ist. Ich sehe in diesem Haus nach. Du nimmst es da drüben. Ja, das kennen wir doch schon. Können wir ihn jetzt bewegen? Nein. Was ist los, Melly? Ich habe dir gerade gesagt. Solange dir klar ist, dass es eine Täuschung ist, brauchst du dich nicht zu fürchten.
Hey, alles okay? Mist, das war eine Halluzination. Sephiroth, ich weiß, dass du zuhörst. Ich weiß, dass, was du sagen willst. Dass ich vor 5 Jahren nicht in Nibelheim war. Es ist das. Das ist es, oder? Oh, die berühmte Sephiroth-Musik. Endlich siehst du klar. Was du sagen willst, versuchst mich zu verwirren, nicht wahr? Aber auch wenn mir diese Dinge auch wenn du mir diese Dinge vorgaukelst, das wird dir nichts nützen. Ich kann mich an alles erinnern, die Hitze der Flammen und den Schmerz in meinem Körper und in meinem Herzen. Ach ja. Du bist nur eine Marionette. Du hast kein Herz. Du nimmst den. Du kannst keine Schmerzen fühlen. Wie können die Erinnerungen in solchen Wesen überhaupt eine Bedeutung haben? Was ich dir gezeigt habe, ist die Realität. Deine Erinnerung ist eine Halluzination. Ja, sicher, oder? Verstehst du? Ich will nicht verstehen. Aber ich möchte eines wissen. Warum? Warum tust du das? Ich möchte, dass du wieder der Alte bist. Derjenige, der mir an dem Tag die schwarze Substanz gegeben hat. Wer hätte je gedacht, dass ein fehlgeschlagenes Experiment einmal so nützlich werden könnte? Hojo würde platzen, wenn er das wüsste. Hojo, was hat das mit mir zu tun? 5 Jahre hat Hojo dich Stück für Stück konstruiert, direkt nachdem Nibelheim abgebrannt war. Eine Puppe aus lebenssprühenden Genova-Zellen, ihrem Wissen und der Kraft von Marco. Ein unvollständiger Sephiroth-Klon, nicht einmal eine Nummer hast du. Das ist deine Realität. Marcel? Dolle? Dolle, hör nicht auf ihn. Verschließ Augen und Ohren. Was ist los, Manny? Es hat keinen Einfluss auf mich. Ich habe ihm nicht zugehört. Die Geschichte, dass Hojo konstruiert hat, ist eine Lüge. Haben wir nicht gemeinsame Erinnerungen? Unsere Zeit als Kinder, die Sterne nachts. Hahaha, Melly. Warum erschrecken dich diese Worte so sehr? Soll ich allen zeigen, was in deinem Herzen ist? Du siehst aus, als ginge es dir nicht so gut. Melly, sagt sie vor die Wahrheit? Hallo, Leiche. Dolle. Dolle. Warum hast du solche Angst? Mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Wie verwirrt ich auch bin, ich werde kein Wort von dem glauben, was sie vor Ort sagt. Es stimmt schon, ich weiß manchmal nicht genau, wer ich bin. In meiner Erinnerung herrscht einiges an Chaos. Aber Melly, du sagst lange nicht gesehen, Dolle, nicht wahr? Diese Worte werden mich immer aufrechterhalten. Ich bin es, mit dem du aufgewachsen bist. Ich bin Dolle von Nibelheim. Wie sehr ich auch in den Glauben an mich selbst verliere, ist das die Wahrheit. Daher darfst du keine solche Angst haben. Egal, was die anderen sagen, wichtig ist nur dein Standpunkt. Nein, das ist nicht wahr, Lolle. Entschuldigung, ich habe gerade einen Pappmaul. Was ist nicht wahr? Bin ich nicht der Dolle, mit dem du aufgewachsen bist? Das meinte ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Dolle, ich brauche Zeit. Lass mir ein wenig Zeit. Oh Gott. Ja. Wenn Hannes dieses Video sieht, wird er garantiert wissen, warum ich diese Worte hasse. Also nicht, was jetzt kommt, sondern was eben gesagt wurde. Dolle, gib Melly nicht die Schuld. Fähigkeit, das Aussehen, die Stimme und seine Worte zu erinnern, kommt von Genova. In deinem Inneren wurde Genova mit Mellys Erinnerung verschmolzen und so wurdest du erschaffen. Die Kinder in Mellys Erinnerungen. Ein Junge mit dem Namen Dolle mag darunter gewesen sein. Dolle, bitte denk jetzt nicht nach.
Denk nach, Dolle. Dolle. Oh, Entschuldigung. Du hattest nie einen Namen. Halt den Mund, Sephiroth. Du verstehst immer noch nicht. Dann. Erinnere dich an das Foto, das wir vor unserer Abreise zum Nibelheim machten. Melly, du erinnerst dich doch. Aber es kann auf keinen Fall, er kann das auf keinen Fall herausfinden. Was ist mit dem Bild passiert? Ist es das? Möchtest du es sehen? Es ist ziemlich gut geworden. Dolle, nicht. Ich müsste auf dem Bild sein. Auch wenn ich nicht drauf bin, macht nichts. Dies ist nur eine Scheinwelt, die Sephiroth erschaffen hat. Na, Sephiroth, wer ist auf dem Bild? Wir sind es nicht. Wer hätte es gedacht? War der Sephiroth kein Hals hatte? Sah mir auf jeden Fall nicht so aus. Wie ich es mir dachte. Das Bild ist eine Fälschung, die Wahrheit ist in meiner Erinnerung. Vor 5 Jahren kam ich in Nibelheim zurück, um den Reaktor zu inspizieren. Ich war 16. Die Stadt hätte sich nicht verändert, was ich tat. Ach ja. Ich bin in mein Zimmer gegangen und dort habe ich. Ich schaute in die Schublade. Ich blieb über Nacht und ging dann zum Reaktor in den Nibelbergen. Ich war aufgeregt. Das war mir nicht meine erste Mission, als seit ich der 1. Klasse in Soldat geworden bin. Soldat, 1. Klasse? Warum bin ich so bald beigetreten? Wie wird man Mitglied bei Soldat? Warum? Warum kann ich mich nicht erinnern? Ich. Ach ja. Ich muss mir nicht sorgen, weil ich. Dolle. Komm, Melly. Ich. Alles in Ordnung. Ich. Bla bla bla. Bla 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 bla. Ich. Din, 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 din. Was ist das denn für ein. Oh, Scarlet. Wow, das ist erstaunlich. Können wir Rufus steuern? Nein, schau da auch Hojo. Und was ist das für ein Baum? Es ist alles Substanz. Das Äußere ist reich von Makroenergie, das Innere eine Schatzkiste voller Substanz. Dies ist wirklich das verheißene Land. Das verheißene Land gibt es nicht. Eine Legende, ein Name-Märchen. Es ist absolut lächerlich. Alles ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist es nicht wundervoll? Der Starrsinn macht dich zu einem zweiklassigen Wissenschaftler. Was ist los? Es kommt von innerhalb der Mauer. Irgendwas ist da drin. Es bewegt sich. Waffe oder Weapon. Dann gibt es also. Ist das also wirklich? Ich habe nicht dran geglaubt. Was bedeutet das? Weapon, Monster, die vom Planeten geschaffen wurden. Es erscheint, wenn der Planet in Gefahr ist und zwingt alle in einen Zustand des Nichts. So stand es von dem Bericht von Professor Ghast. Ich habe diesen Bericht nie gelesen. Wo ist er? Opfer. Hier. Die Welt ist eine Menge für dich. Ja, ich mag die Shinra eigentlich. Ich mag die Shinra eigentlich sehr. Ich frage mich, wo Dolle und die anderen sind. Es ist kaum zu glauben, so ein kleines bisschen schwarze Substanz den Planeten, dass so ein kleines bisschen schwarze Substanz den ganzen gesamten Planeten zerstören kann. Was zum? Seid ihr alle okay?
ist los? Wo sind wir? Lass mich nicht allein. Renzo, du bist hier, ich bin so froh. Melli. Irgendetwas stimmt nicht. Warum ist es plötzlich dunkel und alle sind wir. Wo sind die alle, all die anderen? Alle warten, Dolly ist in Schwierigkeiten. Bitte komm, hilf uns. Da drüben. O okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe, wenn du es befiehlst. Und vergiss nicht. Die schwarze Substanz. Ja, da liegen sie alle bewusstlos. Herr Präsident, mir gefällt dieser Ort irgendwie nicht. Vielleicht sollten wir zum Schiff zurückgehen. Wir müssen uns sowieso für unsere Untersuchung vorbereiten. Hey, woher kommst du? Weiß nicht. Hier wird es ganz schön schlimm hergehen. Überlass sie besser die Dinge und überlass mir besser die Dinge und verschwinde von hier, solange ihr noch könnt. Die Dinge, die ihr überlassen, ich verstehe nicht ganz. Hier ist es, wo die Vereinigung stattfindet, wo alles anfängt und endet. Ich bin müde. Dolle. Dolle. Hier bin ich. Wir sind gekommen, um dir zu helfen, Dolle. Danke, Renzo. Wo ist die schwarze Substanz? Sicher, ich habe sie. Ich will sie überleben. Gib mir die schwarze Substanz. Kannst meine Stimme nicht hören. Alles in Ordnung mit dir, Dolle? Dann hier bitte. Ich hatte ein paar Bedenken, das bei mir zu haben. Nein, nicht. Bitte hör auf. Danke, überlass den Rest mir. Na los, die schwarze Substanz! Warte bitte, nur noch einen Moment. Ich möchte euch allen danken und tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Besonders du, Millie, tut mir wirklich leid. Du warst so gut zu mir und alles. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin dem Ruf des Dolle nie gerecht geworden. Melly, vielleicht wirst du eines Tages den wahren Dolle kennenlernen. Aha, das ist perfekt. Das bedeutet, dass mein Experiment ein voller Erfolg war. Welche Nummer hattest du, hä? Hä? Wo ist deine Tätowierung? Hojo, ich habe keine Nummer. Ich habe keine bekommen, weil du dachtest, dass ein Experiment mit mir sei fehlgeschlagen. Was zum Teufel? Du meinst, nur Nieten schaffen es bis hierher? Ja, du bist eine. Hojo. Professor, bitte. Gib mir eine Nummer. Bitte, Professor. Halt! Den Mund. Du elender Fehlschlag. Thank you.
Wer war das? Erst ein Seefahrerklon, den ich kreierte, als der richtige Seefahrer vor 5 Jahren starb. Jennifer Tan und Mark und Mel, meine Fähigkeiten und Erkenntnisse und die Wissenschaft der Natur haben diesen Seefahrerklon zum Leben erweckt. Der Gedanke, dass es ein Fehlschlag war, gefällt mir nicht. Aber die Theorie von der Vereinigung Genovas ist bewiesen. Denn auch wenn Genova Körper zerstückelt ist, wird er eines Tages wieder eins werden. Und dies ist die Vereinigung der Genova. Was ist das? Ich habe darauf gewartet, dass die Vereinigung beginnt. Es sind 5 Jahre vergangen, doch jetzt kehren die Klone zurück. Ich dachte, die Klone würden sich in Midgar versammeln, wo sich Genova befand. Doch meine Berechnungen waren nicht ganz korrekt, denn Genova hat sich selbst von Shinra-Gebäude entfernt. Aber ich bin der Genie. Ich bin ein Genie und habe dies. Mann, ich hab. Was im Mund. Aber ich bin ein Genie und habe es daher schnell bemerkt. Es waren alles Sichuan. Tu. Lakaien oder so. Seefahrer ist nicht damit zufrieden, seinen Willen in den Lebenssturm zu leiten. Er wollte auch die Klonen selbst manipulieren. Ja, so hat es angefangen. Ich frage mich, wohin die Klone gingen. Aber ich habe es nie herausfinden können. Ich fand es auch nie heraus. Was ich allerdings wusste, ist, dass ich für heute nicht ein. Ich habe sie vorhin nicht verfolgt. Ich wurde von sie vorhin gerufen. Die gesamte Wut, der Hass, den ich für ihn fühlte, machte es mir völlig unmöglich, ihn zu vergessen. Das, was er mir gegeben hat. Sie vorhin, ich bin hier in die schwarze Substanz. Zeig dich, wo bist du? Okay.
Hast du gesehen? Es ist Sephiroth. Er ist also doch hier. Das ist perfekt. Geno, was war denn die Gruppe, die Sephiroth? Keine Ahnung. Sie werden nicht in den Lebensstrom geleitet, sondern hier gesammelt werden. Worüber freust du dich so, Professor? Du weißt, was das bedeutet, oder? Dollar, die schwarze Substanz. Sephiroth wird Meteor rufen. Jeder Einzelne wird sterben. Was auch immer ich jetzt sage, zu wenig, zu spät. Wir müssen evakuieren. Ich will, dass ihr alle mit mir kommt. Ich möchte noch viel mehr hören. Okay. Dolle, nein, halt, bitte! Dolle! Mmm.